willkommen zu Auf eine Kiste Bier mit mir, Letizia Wahl. Für einen besseren Reim hat meine Gage leider nicht gereicht. Aber das macht doch gar nichts, denn ich habe heute ein paar wunderbare Menschen von Connors Janice hier. Wenn ihr Bock habt, schnappt euch hier einfach ein Bier und dann gucken wir mal, was passiert. Gleich zu Hause. Vielen Dank. Geht's dir gut? Ja. Ich habe gehört, ihr habt vor 2 Monaten euer zweite Platte veröffentlicht. Aber wie war denn der Release so für euch jetzt gerade in dieser wirren Zeit? Das war ja was ganz anderes eigentlich als normal. Ich würde sagen, trotzdem nice. Hat der, schon Spaß gemacht. Weil der Kram ja dann auch endlich raus ist, ne? Also ich finde es halt einfach geil, dass wir halt trotz Corona, sage ich jetzt mal, trotzdem irgendwie am Start bleiben und dann sowas rausballern können. Also halt, es gibt halt nochmal irgendwie so einen Push, obwohl halt eigentlich nichts los ist, ist trotzdem was los. Und das feiere ich irgendwie hart. Ich glaube dafür, dass das erstmal so eine Frustaktion gewesen ist, von wegen Tour und so. Wir hatten ja voll die Pläne und auch mega die Hoffnung. Also so, als das alles irgendwie auch noch so gestartet ist, war ja nie wirklich, also konnten wir uns glaube ich nicht mit dem Gedanken abfinden, das ist jetzt einfach nicht so. Aber ich glaube, wir haben dann trotzdem einen ziemlich guten Workflow, wenn man das mal so nennen kann, irgendwie an den Tag gelegt. Also wir mussten halt nicht stagnieren. Wir haben uns einfach was anderes gesucht und haben dann auch echt gute Sachen gefunden. Wir haben richtig viel gemacht, tatsächlich. Natürlich unter all den Möglichkeiten, die wir so hatten, auch wirklich voll ausgeschöpft. Und irgendwie bin ich ehrlich gesagt recht stolz darauf, dass wir das trotzdem gemacht haben und dass wir uns irgendwie trotzdem auch über Wasser halten konnten. Ja. Try to walk, but I'm lost in Spain. Don't feel the fog is floating around me. Maybe I'm hovering in this shade, and your light and shine is taking control. If you fit together, things will never be the same. And if you merge, there ain't no search for any other way. Do you feel the same? Doesn't matter. Seid ihr anders auf einmal an die Lieder dran gegangen, wo man es nicht mehr live performen oder mal probieren konnte, sondern es ja eigentlich alles auch nur hier im Ulrich quasi entstanden ist? Schon. Also ich glaube, was halt echt extrem gefehlt hat, war halt irgendwie so dieses,
dieses Highlight zu haben, im Schlachthof nochmal ein Konzert zu machen und halt einfach eine direkte Resonanz zu bekommen. Ich kann mich daran erinnern, da kannten wir die Mücken noch nicht so gut, da sind wir bei denen aufs Konzert gegangen, da haben die gerade, wie ist es, Traveler haben wir uns angeguckt. Und da haben wir uns gedacht, wie geil muss das sein, wenn du halt gerade erst released hast und verkaufst dann eine Show aus und dann sind da halt auch Leute, die dir direkt, rückmelden, yo, wir sind dabei, wir können eure Texte so, wir feiern mit euch praktisch diesen Release. Ich glaube, das hat also mir ganz persönlich schon sehr gefehlt. Ja, aber allein vom Entstehungsprozess, weil jetzt auf deine Frage zurückzukommen, war es eigentlich nicht anders, weil die erste Platte war, wir haben noch nie was gemacht und das ist jetzt da. Und die zweite Platte war jetzt so, wir können nicht spielen und haben jetzt was Neues aufgebaut, Neues aufgenommen. Deswegen war es überhaupt nicht zu vergleichen, weil es eben auch erst die zweite war und dann die zweite auch zu so beschissenen, besonderen Umständen. Aber wir haben vorher nichts ausprobiert oder so. Ja, es ist ja auch, also angefangen hat die ja sowieso auch, als das noch alles gar nicht im Raum stand mit der ganzen Corona-Geschichte. Also wir hatten das eigentlich alles bis dato schon, nur dieser Arbeitsprozess und halt auch eben das, was praktisch danach kommt. Also die IP ist ja nicht in dieser Krise entstanden, sondern hat vorher schon ihre Ideen gehabt und wir wussten eigentlich, wo es hingehen soll. Also deswegen fehlte mir halt sozusagen halt, eben halt so dieses kleine Highlight mit dem drauf hinarbeiten, das Organisieren irgendwie, weil das war bei der ersten EP halt einfach irgendwie schon so die Kirsche auf der Sahne. Und hattet ihr das Gefühl, dass ihr einen besseren Fokus setzen konntet, weil ihr auf einmal vielleicht Corona-bedingt mehr Zeit hattet? Ja, bei Ursprüngen war es nämlich eigentlich so, wir hatten den Aufnahmetermin für Ende März 2020 angesetzt und zum Glück mussten wir das verschieben wegen Corona, weil da, ich glaube, da war der erste Lockdown oder so. Stimmt. Und dann hatten wir zum Glück nochmal, weil wir hätten es mal wieder nicht irgendwie geil gemacht. Das wäre so alles auf Teufel komm raus gewesen und so halb geil. Und deswegen war es ganz geil, dass wir dann nochmal 2 Monate irgendwie Zeit hatten, uns da richtig reinzuhängen und an den Ideen, die jetzt da waren, oder an den Songs, die da waren, nochmal weiterzuschreiben. Also es war schon ein kleiner Segen auch. Also was man, finde ich, allgemein sagen kann, ist natürlich, dieser Fokus von dieser EP war auf jeden Fall deutlich krasser als zu der ersten, weil die erste war, man hat noch nie irgendwie aufgenommen, man war noch nie im Studio drin. Jetzt kommt man hier, hat die guten Möglichkeiten mit den Mückes noch zusammen. Der Julian hat ein Studio sich da drüben reingebaut, wo wir natürlich aufnehmen können. Der hat auch echt gut Ahnung. Das ist einfach alles viel professioneller geworden. Und dahingehend, also so gesehen, hat man halt da einen krasseren Fokus drauf gelegt, einfach musikalisch was Geileres auf die Beine zu stellen. Also ich finde, man hat halt gemerkt, wie nötig es wir eigentlich hatten, dass die Zeit da im Endeffekt noch da war. So, der Jaro ist ein sehr, sehr harter Perfektionist. Jetzt hör mir erst mal zu. Ich wollte Danke sagen. Ach so. Das war nicht positiv gemeint. Manchmal positiv und manchmal kann es auch kontraproduktiv sein. Komm. Ich sag mal, es ist konfliktbehaftet. Naja, jedenfalls wüsste ich halt, dass jemand, der Jaruba, überhaupt nicht zufrieden gewesen wäre mit dem Ergebnis nachher. Und ehrlich gesagt ist das ja dann auch richtig. Also ich finde, man hat halt echt gemerkt, dass es nicht nur gut getan hat, sondern dass wir das auch wirklich einfach brauchten. So, sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwas rausgeballert, weil wir gedacht haben, Deadline ist jetzt Trumpf. Und so gesehen klingt das immer sehr, sehr makaber, wenn diese Frage aufkommt, aber letztendlich war das einfach echt ein Segen, dass wir, glaube ich, jetzt auch sehr zufrieden sind mit dem, was wir da raus haben. Ja, Leute, Tag X. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch aufgenommen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Heute ist Dienstag, Tag 7. Jakob sitzt gerade drinne. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Sind ein paar Stocker drinne. Friendships forever, yeah, for real. It's quite okay, I guess. Part of life causes all the stress. You tried your best. Anything to sort of plan. Sleep souls in the best male chest. I can find no give of a minute, and I don't want to lose you. I'm so damn lazy, breaking daily. Will I ever see you soon? My miss is fucking with you. Am I so wide open? Am I so wide open? Am I needed? Ah!
So, oh, oh, creeping, I was still believing, I had the right feeling. Follow me, I follow you. You know me better, you know me better, you know me better than they will ever do. No matter how love it all. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So. Ja, bereit? Ja. 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 Okay. Ja. Oh. Okay, Wechselschlag, Digga. Ja, Wechselschlag, Digga, deine Mutter. Das wird als weniger. Ich muss dann lachen. Da! Ja, nice. Den ist halt noch ein geil. Wenn ich das richtig verstanden habe, steht ja, also es fehlen ja noch zwei Bandmitglieder hier gerade und die Idee von eurer Band ist ja, dass es so ein bisschen eher kollektiv, wo sich andere Leute noch mit reinspielen. Wer gehört denn quasi zu dem Gesamtpaket, kommt Janice alles noch dazu und wie verteilt ihr quasi eure Aufgaben auch in dem Bereich? Also es fehlen jetzt von den Musikern, fehlen noch Yannick und Jakob, also unser Leadgitarrist und unser Bassist. Und sonst gehören halt, es sind 9 Leute, kann man eigentlich sagen. Unsere Media Crew quasi. Oder die 3, die hintenrum alles organisieren, sich über das Design Gedanken machen, Fotos, Videos. Halt alles, was. Was uns grundsätzlich überfordern würde, wenn wir das zusätzlich machen müssten. Das kann, ich finde, das kann man schon so sagen. Silv, Anja, Anna und Luke Dynamite. Das sind so, ist so der feste Crew-Bestandteil auf jeden Fall. Also die 4 Säulen von dem Haus Callers Janice, was wir bewohnen können. Ja, kann man eigentlich so sagen. Oh, das war richtig schön, schreib das auf, ey. Nächster Song. Oh Gott. Nee, was ich gerade noch sagen wollte zu diesem Crew-Ding, dass es einfach uns mega viele Möglichkeiten bringt. So, man hat halt dadurch einen viel größeren Step gemacht nach vorne, den man halt zu fünft nur wir als Musiker praktisch lange nicht so schnell hätten machen können. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal echt Gold wert und es ist auch einfach fett, so eine Crew zu haben, mit der man irgendwie Spaß haben kann. Das Video Ecstasy, das war mit der Crew gedreht, ey, das hat so Bock gemacht. Du Scheiße. Geil, ja, wirklich, also das war echt so. Stimmt, Randy und da auch so. Ja. Randy, der das ganze Gelände da bereitgestellt hat, und dann einfach einen geilen Abend zu verbringen und da halt meine Kamera drauf zu halten. Ey, also, das beschreibt eigentlich echt so, ich finde, dieses Video beschreibt eigentlich dieses Call of Janice Ding ganz gut. Jetzt kommt mal die Playlist zum Dancen, Alter. Da ist das Zeug drin, wo draußen Freunde zu machen sind. Junge, was ein Rammstein-Short, Alter. Man kann nichts erkennen. Der Gedanke zählt doch. Bad thoughts first.
No, I wanna know what's behind. I'm one of a kind, one of a kind. Nothing we need, we stay. We stay and shine. Ich hab mich verliebt in mich, du kleinen Bitch. Was ist das? Aber I don't believe in anybody, feels no one do. Bedeck mich mit Orangensaft. Bitches, if you think don't like dance, dance, pictures of me, Clarence, pictures of you. Jungs! Halt deinen Schnauze, Alter. Hatte das inhaltlich eigentlich irgendeine Idee, dass das direkt nach diesem Depression-Song erschienen ist? Mhm. Könnte man jetzt vermuten, ne? Ja. Das ist ja das Schöne an Kunst. Da kann man sich das irgendwie so hinbiegen, wie man das gerade halt irgendwie fühlt. Ja, und wenn es dann passt, ist doch nice. Also wenn es für die Leute passt, ist doch geil. Also hast du schon den Eindruck, dass das irgendwie so, dass man sich gedacht hat, erst okay, alles ist schlecht und Depressions-Action und dann im Nachgang mit dem anderen Video, kam das so rüber? Naja, es ist ja, was erschien danach? Drifting Apart? Mhm. Und dann kam ja Bullet, glaube ich, ne? Mhm. Und ich habe mir das so in der Reihenfolge durchgelesen und dachte so, das könnte auch eine Biografie sein, muss ich mir Sorgen um die Jungs machen. Und deswegen wollte ich das einfach mal neugierig an euch weitergeben, ob ihr euch was dabei gedacht habt, ob es quasi so einfach unterschwellig passiert ist. Und, Ja. Mir kommt gerade so die tolle Konzeptidee zu Yesterday's Children mit allen Lebensphasen, die man als Kind so durchläuft. Von Depression zur Ekstase über das Auseinanderleben von Das ist ein Konzeptalbum. Ja, Letizia. Ganz genau sagen wir so. So sieht's aus. Ne? Und ist euch das schwer gefallen bei diesem ersten Song, den ihr getroppt habt? Weil, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das ja quasi das erste Mal, dass da so etwas Persönlicheres mehr mit aus euch rausgekommen ist, mal so eine Facette von euch zu zeigen? Ich weiß noch, wo wir den zum ersten Mal gespielt haben, in Bamberg. War es auf jeden Fall so, dass Silv und ich uns angeguckt haben und direkt war so klar, okay, krass, es ist irgendwie, es sagt doch mehr aus, als ich mir dabei irgendwie gedacht hatte am Anfang. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Personen damit erreichen kann. Also ich habe auch voll viele Privatnachrichten noch bekommen,
Und ich kriege immer wieder die Rückmeldung, dass dieser Song irgendwie sau viel Anklang findet. Aber es war jetzt nicht so das Ding, dass man Schiss hatte, das Ding rauszubringen, weil man es gar nicht so sensibel gesehen hat. Ich glaube, weil vielleicht hat man sich auch schon so lange dann irgendwie damit beschäftigt, dass es gar nicht mehr so komisch war, das zu sagen. Vielleicht. Wobei das eigentlich wirklich ein Song ist der kompletten Selbstoffenbarung letztendlich. Ne? Und es war ja auch so, dass das einfach auch eine Zeit ist, wo das erste Mal auch wieder darüber gesprochen wurde. Ey, wie ist denn es eigentlich mit den Leuten, die jetzt gerade alleine zu Hause leben oder die grundsätzlich einfach auch Schwierigkeiten mit sich selbst und ihrer Umwelt haben? Inwieweit ist das eigentlich jetzt wird es auf einmal für eine ganz, ganz andere Fläche von Leuten auch klar, ne? Die halt gesagt haben, ja okay, stell dich nicht so an, ich gehe trotzdem zur Arbeit, bla bla bla. Und ich glaube, da haben wir irgendwie schon so ganz guten Nerv getroffen, was uns vorher erstmal so nicht klar war. Aber ich weiß noch, dass wir vorher, also Silvio und ich hatten auf jeden Fall vorher diskutiert, ob das so cool ist, wenn wir den jetzt, weil wir wussten ja nicht, dass Corona kommt, das war ja vorher schon das Release geplant. Und dann war ja auf einmal Corona da und der erste Lockdown und es war für alle neu. Und da haben wir ganz kurz überlegt, ob es jetzt so cool ist, das Ding zu droppen, weil wir halt auch nicht so rüberkommen wollten, so, jetzt ist der Lockdown und jetzt hauen wir so ein Depression-Ding da raus. So ein Konzept-Song. Haben uns dann aber trotzdem dafür entschieden, weil es einfach ein Fakt ist, so. Und ja, es war uns in dem Moment eigentlich, glaube ich, doch scheißegal, was man dann darüber denkt. Aber das Thema, was da drin auch angesprochen wird, das ist ja auch kein Corona-Ding jetzt. Ja, ja klar, das kommt mal. Genau, also das kommt, finde ich, noch dazu. Natürlich würde es gerade, ist es bei vielen Leuten, glaube ich, auch einfach verstärkt, gerade dass es auftritt. Aber es ist ja auch ein allgemeines Ding, gerade irgendwie in der Gesellschaft. Ja. Thank you.
is that I'm trying to keep my secrets inside in hidden pieces. It's kind of trying to seem fearless, but in fact I react on any trigger that might pop me up to the bigger. And whatever life delivers, shining lights draw lights and shadows. But who knows, maybe that person who might save me still sitting right now thought I'd be the mother G.O. She's trying to save my soul by holding me up, but oh God, I gotta get home. Themen hat, die leider heutzutage gesellschaftlich noch übelst tabuisiert werden, wenn die halt gerade durch Kunst irgendwie ein bisschen entschleunigt werden und Menschen einen Zugang dazu finden und sich damit vielleicht dann auch anfangen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich vielleicht Leuten sensibler gegenüber sein, denen sowas ist oder was ist überhaupt bei mir. Und aber im selben Schritt bedeutet es ja auch, dass ihr dafür aus einer Komfortzone raus müsst. Und ihr öffnet euch auf eine ganz andere Art und Weise. Und was ich damit eigentlich nur fragen wollte, ist euch diese Öffnung schwer gefallen? Also ich glaube, eine Öffnung ist etwas sehr, sehr Schönes, aber es ist auch irgendwie was Intimes und bietet immer eine Angriffsfläche. Aber so wie es klang, weil ihr positive Rückmeldungen bekommen habt, habt ihr euch selber wohl damit gefühlt quasi. Voll. Also ich habe das irgendwie nie so als krass empfunden, darüber zu reden. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das irgendwie davon kommt, dass bei uns in der Familie jetzt da nicht so ein Hehl drum gemacht wird oder so. In meinem Kopf muss ich auch zugeben, ganz ehrlich noch so, dass ich mich nicht einfach irgendwie hinsetzen würde und jedem anvertrauen würde. Und ich glaube, da hat einfach diesen Song rausbringen, dieses kreative Verarbeiten einfach einen Schritt dieser Angst halt genommen, weil man einfach irgendwen anspricht. Man hat halt einfach nicht irgendwie den Menschen irgendwie vor sich und muss jetzt irgendwie von sich heraus auf einmal Themen ansprechen, die einem eigentlich echt viel zu, ich sag mal, sensibel sind, um da wirklich direkt von vornherein ein offenes Gespräch zu führen. Und es ist auf Englisch. Ich finde das auch noch voll der Faktor so, weil da kann man schon irgendwie mehr sagen, finde ich. Ein bisschen mehr Abstand. Also, oder dass du man dich, traut sich mehr. Ja, meinst du so, dass du dich dann quasi hinter dieser Sprache nochmal versteckst? So ein bisschen? Genau. Ja. Okay. Dass man nach, also man kann sich den Text reinziehen und das übersetzen und oder auch wenn man genauer hinhört und man nicht so viel nuschelt, dann versteht man vielleicht alles. Aber Englisch ist voll der Faktor, finde ich. Also auf Deutsch ist das, glaube ich, also wäre für mich persönlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, bei mir ist es wahrscheinlich. Macht ihr jetzt hauptberuflich? Nein. Boah, ihr habt alle Jobs. Das wird das Allergeilste, ja. So heftig, ja. Die Mückets haben gesagt, die machen das irgendwie. Sie arbeiten so lange als Hobby, bis sie quasi das Hobby der Arbeit streichen können und dann ihre Band arbeiten. So kann man sich auch schon reden. Ja, original, ey. Okay, ich verspüre da gerade ein bisschen Neid oder Wut. Nee. Wir sind, auf gar keinen Fall, nein. Da sind wir einfach moralisch immer auf einem neutralen Stand. Wir sind jetzt keine Leute, die uns krass beeinflussen lassen würden von dem, was da drüben passiert, ne? Ist uns egal. Zu interessieren und nicht. Nee, ich glaube, bei uns ist es ganz genauso. Also ich meine, du kannst halt einfach, also sowieso. Was machst du denn beruflich? Ach, was ich beruflich mache? Ich bin Busfahrer. Das ist so geil. Nein, ich bin intensivmedizinische Ambulanzkrankenschwester. Genau. So grundsätzlich müssen wir das auch einfach so lange durchziehen, bis irgendwann mal die Band tatsächlich durch 5 abspalten könnte, um halt Lebensunterhalt zu bestreiten. 8. Durch 8. 8. 10. Durch 10. Ja, die verdienen ja schon Geld an anderer Stelle, sagen wir mal. Mhm. Wenn wir dann Geld verdienen. Ja. Warte doch mal.
Nein, also genau, also es macht ja einfach den Punkt nicht besser. Also wir müssten wirklich am Ende einen guten Durchbruch starten, damit wir sagen können, jeder, der daran Teil hat, verdient auch wirklich seinen Teil damit. Und ich glaube, das sehen wir nicht. Also noch lange nicht. Und ich glaube, ja, wir können das halt so lange durchziehen. Ich habe halt auch schon direkt nach der ersten Tour, die wir, das war eine Tour durch Deutschland, habe ich halt reduzieren müssen von 40 auf 30 Stunden die Woche. Und ich glaube, das ist irgendwie so die Art und Weise, in der man halt irgendwie, ich sag mal, funktionieren kann mit beiden Teilen, wo ich halt auch echt merke, dass es manchmal einfach wirklich unnötig anstrengend ist. Ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, Sicherheit. Also ich meine, ja, ich habe zwar nicht einen 6-12 Mann und Frau hinter mir stehen, sondern bin einfach nur alleine für mich, aber ich habe keinen Job nebenher und muss einfach mich verantworten, das, was ich gerade mache. Ja. Und ist also nicht so geil. Ist oder? Jetzt nicht so der geilste Trip meines Lebens. Aber so geil. Ich versuche einfach cool zu bleiben und das gelingt halt mal mehr und mal weniger. Aber natürlich ist es ein bisschen was anderes, obwohl man Leid nicht abwiegen kann. Ja, ne, ob man die Sicherheit hat oder halt quasi nicht. Aber das geht ja wahrscheinlich auch nur, weil du das alleine machst, gell? Ich weiß nicht. Es hängt halt, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, ob du etwas alleine machst oder halt mit Menschen, die dazugehören. Ja. Und selbst ich würde nicht sagen, ich mache das alleine. Ich meine, ich habe ja trotzdem auch teilweise den Support irgendwie von Anja, Anna und Silv, aber halt nicht so... What? Die gehen uns zu rein. Diese Wichser. Die machen alles für Kohle. Ah ja, genau. Du gibst denen ja auch Geld, ne? Trottel. Naja, manche sagen so, manche sagen so. Wir machen genau das, wovor mich meine Mittelstufenlehrer immer gewarnt haben. Wir klecksen heute nur rum. Und das wird dann hoffentlich ein Cover für die Juttas. I am the geil one. And you are noch nicht geil, erst wenn ihr es gesehen habt. Folgende krasse Idee. Ich wäre dafür, die Reihenfolge zu ändern. Alter, verpiss dich, Alter. Das habe ich eben off camera, habe ich das dreimal gesagt. Also machen wir nicht das, was du willst, sondern das, was ich will. Weißt du, weil ich glaube, so denken tatsächlich Künstler. Hier wird Geschichte geschrieben. Guck mal, wie schön der ist! Ja, ich glaube, man muss halt einfach für sich wissen, wie du auch vorhin gesagt hast, so wie weit ist meine Kunst, soll sie politisch sein oder auch nicht, wie weit ist es einfach nur Kunst. Und nur weil man die Kunst irgendwie nicht politisch lässt, heißt es ja nicht, dass man im Privaten sich über sowas Gedanken macht, genau, oder dann auch trotzdem politisch wird. Na, ich denke, wir sind halt alle sowieso der grundsätzlichen Meinung, dass es für uns überhaupt keine Diskussion ist. Also ich glaube, wir müssen untereinander uns nicht darüber aussprechen, dass Diskriminierung sich einfach nicht gehört und dass wir nicht nur in einer Zeit leben, die divers, die offen und bunt ist. So, ich meine, wir bewegen uns eben in genau so einer Bubble, wo man mit den Leuten nicht mehr darüber reden muss oder wo man eigentlich nicht mehr wirklich krass nach außen tragen muss, dass es sich einfach gehört, kein Arschloch zu sein. So, also das ist eigentlich schon unser großes Ziel, aber die Frage stellt sich für mich dann immer an anderer Stelle, wissen das auch alle anderen, die dann zum Beispiel irgendwie eben, sagen wir mal, nicht aus der Slam oder aus der Mucke-Szene kommen, so lese ich dann halt, die dann trotzdem einfach, weil das Medium ist ja für alle irgendwie erreichbar, die dann vielleicht trotzdem die Frage stellen, und da denke ich, ist es dann schon wichtig, eben nicht mit dem Finger zu zeigen, aber halt durch die Art und Weise ganz klar zu positionieren und zu sagen, ja, nee, so, wir nicht. Irgendwie, das ist, denke ich, eigentlich schon so Konsens. Aber ich finde es halt auch mittlerweile anstrengend, irgendwen davon überzeugen zu müssen, was jetzt gerade zeitgemäßes Thema ist. Und ich glaube, das sehen wir auch nicht als unsere Aufgabe, das den Leuten irgendwie unter die Nase reiben zu müssen. So, wenn irgendwelche rechten Arschlöcher unsere Mucke hören, dann können wir nichts dagegen tun. Es ist auch demokratisch, YouTube ist demokratisch, aber ich glaube halt, es ist schon relativ klar, dass das nicht unsere Art und Weise ist. Jutti. Down at night, I've never been a night. Ask me for a fainted mind and fainted. I will not break even if you win.
Live-Auftritt unter Corona-Hygiene-Regeln. Ne, der vorletzte war das. War im Sommer und ich hatte noch einen im September. Aber selbst im Sommer bin ich ja schon ewig lang nicht mehr aufgetreten und war total fern vom Publikum und habe dann erstmal irgendwie das Programm geht 1,5 Stunden und ich habe mich so verlabert in irgendwelchen Sachen, dass ich einfach eine Stunde über Geschlechtskrankheiten geredet habe. Das Publikum ging halt nur weg und nur weg. Ich so, nein, bleib da, bleib da, bleib da. Das ist ja voll interessant, Mann. Kennt doch auch. Und das war wirklich richtig weird. Und die Frage, die sich daraus für mich resultiert, wann war quasi euer letzter Auftritt oder euer letztes persönliches Highlight, was ihr mitgenommen habt? Und im zweiten Schritt habt ihr quasi... Wie steht ihr emotional dazu, wie so euer nächster Auftritt wird? Also weil es ja nach so einer langen freien Zeit, glaube ich, echt anstrengend oder aufregend ist. Ich fange mal so an. Das letzte krasse Konzert war 2019, das war unser Weihnachtskonzert, das war nämlich genau hier. Das haben wir selbst veranstaltet und das waren so schnucklige 80 bis 100 Leute, die da waren. Ja, du sagst, das waren so schnucklige 80 bis 90-Jährige. Das Haus im Toronto-Konzert. Da mussten wir auch jede 2 Minuten eine Pause machen, weil irgendjemand aufs Klo musste. Nee, sowas nicht. Das war auf jeden Fall das Highlight. Danach waren wir auch noch in Köln im MTC, das war auch ziemlich nice. Generell ist ja jeder Auftritt der absolute Hammer. Also wirklich jetzt. Hast du das Gefühl? Jetzt gerade mit meinem Empfinden voll. Okay. So, an jeden, ja, nicht an jeden. Tatsächlich sind auch welche, wo man sich denkt, ah, das hätte vielleicht doch, hatte ich mir anders vorgestellt. Zum Beispiel waren wir beim Open Flair im September. Mhm. Und das war der erste Auftritt für uns unter Corona-Auflagen. Also alle haben gesessen und natürlich nur eine bestimmte Anzahl von Leuten im E-Werk. Und das war total komisch, also wir kannten das Gefühl nicht. Es war trotzdem ein mega Auftritt, hat Spaß gemacht und die Leute hatten Spaß, es war ein guter Abend, aber es war trotzdem ganz anders und komisch, andere Rückmeldungen und anderes Feedback zu kriegen und andere Interaktionen zu haben. Genau, aber das waren so ja, die letzten 3 Konzerte. Ah nee, wir haben noch in... online quasi gespielt bei MSG. Das haben wir aufgenommen im Klimansland. Da waren wir nämlich letztes Jahr auch noch. Das war auch ziemlich geil. Da sind wir hingefahren. Also wir hatten uns vorgenommen, yo, wir nehmen die Platte auf und dann haben wir Bock, alle zusammen wegzufahren und Ferien zu machen und irgendwie eine Kreativwoche zu starten. Und alte Songs nochmal aufzubereiten, das haben wir dann auch gemacht und haben Kontakt zum Klimasland gesucht
wir hatten Bock drauf, wir hatten Bock drauf. Dann haben wir einen Termin im August gefunden, nee, im Juli gefunden. War natürlich auch schwierig unter den Auflagen, hat dann aber doch alles geklappt. Und das war der Hammer. Wir konnten da eine Woche lang, haben wir uns in den Saal eingesperrt, der jetzt gerade, glaube ich, auch umgebaut wird. Und da war damals noch das Sounds of Studio aufgebaut, weil die da auch wegen Corona da drin gedreht haben, wegen mehr Platz und Abstand. Und das war der Hammer. Wir konnten da eine Woche lang Mucke aufnehmen, Songs ausarbeiten, alte Songs wieder aufarbeiten. Wir haben ja diese Sessions aufgenommen. Das war auf jeden Fall eine krasse Woche. Wir haben da ziemlich viel rausgezogen, auch für uns persönlich, so für die Band-Dynamik, würde ich sagen. War es mega. Ja, auf jeden Fall. Einfach eine Woche lang sich auf den Sack zu gehen? Ja, halt eben nicht, sich auf den Sack zu gehen. Also du hattest halt einfach die Situation, da wirklich 5 Tage, ja, sag mal, aufeinander zu leben und zu sein, so, mit dem Ziel, dass wir halt einfach so ein paar Sachen vorbereiten und verarbeiten wollten. Und wenn es jetzt so um die Banddynamik ging, ich merke das eigentlich immer, wenn wir mal 2-3 Tage wirklich uns nur mit uns beschäftigen, dass die Konzentration einfach grundsätzlich besser ist und das halt auch irgendwie... Also die eigene Leistung, so die Baustellen, die man sonst so sieht, wenn man von Probe zu Probe und dazwischen noch eine Woche andere Sachen macht, die Baustellen, die da aufkommen, die sind dann eigentlich kein Problem mehr. Fakt ist auch, dass wir bei den Sessions gemerkt haben, hey, das macht uns mega Spaß, das so umzuarbeiten, dass wir da auf jeden Fall Bock haben. Lösch den Herrn! Ist nichts passiert. Hey, bist du wieder okay? Ich bin okay. Du bist okay. Ich bin okay. Soll ich mal pusten? Das ist okay. Lalilala. Tusch. Tusch. Was ich da sagen wollte, Fakt ist... Komm, jetzt ist Tusch. Rein jetzt. Ernst bitte. Ruhe. Im Theater. Ich bin todesernst. Okay, nee, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben die Sessions aufgenommen und fanden die ziemlich geil, glaube ich, alle. Ja. Wir haben auch positive, sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen und fanden es halt auch geil, weil wir noch ewig viele alte Songs im Pedo haben und gedacht, jo, die sind nicht geil, aber wenn man die nochmal so umarrangiert, dann werden die vielleicht noch geil und haben uns überlegt, dass wir daraus auf jeden Fall noch was machen. Ich möchte jetzt nichts Konkretes sagen, aber da ist noch was in der Pipeline für diesen Sommer, ne? Nice. Nur mal so am Rande. Habt ihr zukünftig eh schon Überlegungen, wie es quasi mit dem, was ihr jetzt rausgebracht habt, gibt es da perspektivisch irgendwas, wo ihr schon am Plan seid, dass man vielleicht irgendwelche Open-Air-Auftritte planen kann oder wann man theoretisch 2030 damit auf Tour gehen kann? Ich muss gerade echt überlegen, 2030, ja, das war ein Witz. Ja, scheiße, nee, ich glaube, wir haben einfach keine Ahnung, wann es wieder losgehen kann. Ja, es ist schon, es ist eine Tour geplant. Es ist was in Planung, ja. Ja, für diesen mal. Herbst, wenn alles klappt. Ja. Man weiß halt toi, toi, toi. Unter Vorbehalt so geht ihr im Herbst auf Tour so mit eurer Platte. That's Yesterday's it. Children. So, yes. Schön. So, creeping, I was still living, had the right feeling. Better close my eyes, I don't wanna lie to me. Every time, bless you say.
not together any life. So wild, I'm bound to live a gene. Friendships forever, yeah, for real. That's quite okay, I guess part of life. Call this always stress, you tried your best. Anything you sort of plans, leave souls in the best man's chest. I can find, don't get up a minute, and I don't want to lose you. I'm so damn lazy, Frank, you daily. Will I ever see you soon? My miss is fucking with you, and the bad release to fear you. I hope this girl will ever treat you too. Mitbekommen habe, habt ihr ja quasi, gibt es ja trotzdem eine Parallele zu Mick und Morten, dass ihr das hier nicht gemeinsam mit denen, aber das ist Franz Ulrich, aus dem wir hier gerade auch, in dem wir gerade sind, quasi so der gemeinsame Ort war, der euch auch vielleicht von diesen zwei Bands ein bisschen näher zusammengebracht hat? Oder was ist so das, was ihr mit der Band auch teilt? Es ist das Franz Ulrich. Also es war so, wir haben die bei den kleinen Freiheitssessions kennengelernt. Ich glaube, das waren sogar die ersten. Sessions. Ja. Und die hatten da gerade ihre neue EP oder neue. Ich weiß nicht, ob die EP schon draußen war. Nee, ich glaube, es waren ein paar Singles draußen. Na, auf jeden Fall haben die da aufgenommen und wir haben vor denen in dem Raum aufgenommen und dann ist man sich über den Weg gelaufen und hat ein bisschen gequatscht. Und wir sind dann nach Hause. Nico hat sich noch richtig einen reingeladen mit denen. Aber ganz kurz, ihr kanntet euch vorher nicht, obwohl ihr beide Kassler Bands seid? Das ist ja genau. Also da lief es halt am Ende auch noch. Also hinaus, so. Ich weiß nicht, ob die uns vom Namen kannten. Die werden jetzt natürlich sagen. Ja, oder Jennys? Wie war das nochmal? Jennys. Nee, irgendwie ist man sich vorher nie so über den Weg gelaufen. Und wir hatten halt keine Berührungspunkte bis zu diesem Zeitpunkt. Also mit allen anderen, die halt irgendwie da gerade unterwegs waren, mit Kappertult, Lowfield. Und da war dann halt der erste Berührungspunkt in der kleinen Freiheit, als wir eingeladen wurden, da halt auch ein kleines Konzert zu spielen. Und genau, da hat sich das dann zugetragen, dass wir zusammen in einem Line-Up standen. Und das war auch irgendwie ganz lustig. Und dadurch, dass ich nachher nicht wusste, wie ich nach Hause kommen sollte, aber nach unserem Auftritt auch nicht nach Hause wollte, habe ich halt einfach gefragt, ey, habt ihr noch Platz im Bus? Ja, und dann haben wir uns eigentlich richtig ordentlich einen reingeladen und die ganze Rückfahrt bestand dann eigentlich nur aus richtig betrunkenem Gelaber. Und da kam das erste Mal, ich saß halt mit dem Julian und habe ihm halt einen Knopf an der Backe gelabert. hat er halt gesagt, ja, wir machen ja auch so ein kleines Projekt. Und seitdem ist das auch eine gute Freundschaft geworden. Ich will noch mal kurz die Audio-Version, was Philipp davon hält. Absichtlich geplanter Autotune oder was? I get covered, so I walk drunk blind from day to day to the morning lights. But I just didn't know what I had to feel inside. I am insecure, somehow alive. And every case I try to find my way with a dandy pair of another size. And that's about the first time that I've been blind. I never believed in my own lie, except when the feeling is alright. I let myself take a break from the past with all that left and right. You cover me, cover me. Wie das bei euch quasi beim Texten ist, aber bei mir gibt es Sachen, ich schreibe die sehr schnell, sehr intuitiv und dann schreibe ich die einfach runter und es fühlt sich fertig an. Und ich habe ein Gedicht, es geht zum Beispiel über das Scheitern und ich glaube, es ist Ironie des Schicksals, dass ich diesen Text noch nicht fertig habe, weil es einfach ein Prozess von 10 Jahren ist und es wird niemals zu Ende kommen. Und meine Frage wäre jetzt quasi, was war so der Song bei euch, der euch am meisten auf den Sack gegangen ist, der so am meisten Arbeit gebraucht hat, aber wo ihr jetzt sagt, mega geil, ihr habt es geschafft, der ist durch. Alle. Nein. Es ist alles im Masterpiece. Also gut. Vom Aufnahmeprozess auf jeden Fall 997.
997, Verzeihung, weil wir da ewig mit der Bridge rumgewurschtelt haben und es hat die ganze Zeit nicht gepasst und dann hier, ah nee, dem gefällt das nicht, dem gefällt das nicht, dann muss er auch noch auf alle eingehen, ne? So eine Scheiße. Nee, da haben wir tatsächlich am allerlängsten gebraucht. Generell ist es ja so, dass so ein Song vom Texten und so, was ich weiß, ist so, ich habe irgendwie eine Hook oder eine Strophe oder was weiß ich, dann sage ich Nico, ey Nico, ich habe hier was geschrieben. Und dann sagt Nico, oh, okay, zeig mal her. Und dann zeige ich das Nico und dann macht Nico meistens das so, dass er das, also ich sage ihm, worum es geht und wenn ich sage, ey, da könnte ich mir voll gut einen Rap-Strophe vorstellen, dann geht Nico nochmal in eine ganz andere Position und guckt sich das Thema irgendwie nochmal von wo ganz anders an. Ja, mach nochmal. Yeah. Once upon a time I wasn't giving a shit, but that face might do look like ordinary, was throwing back at it. Life's so damn hard to quit. This is reality, a frame you need better believe, cause you will have to deal with it. Yes, this is true from the top to the roof. You set the rule. Aber das war noch fett. Mhm. Wie gesagt, ich find's ein bisschen langweilig zwischendurch. So langweilig? Was, wo langweilig? Das ist ja langweilig, also mehr kann man nicht machen. Nee, aber sag mal. Das ist, geil, Alter. Das ist das perfekte Lied. Die zweite Strophe, der zweite Strophe. Ja, ist immer, wenn er gelangweilig ist. Nee, sag doch jetzt, sag doch langweilig. Vielleicht hat er ja wirklich einen Punkt. Viel zusammen, also dass irgendwie Bruchstücke da waren, dann saßen die hier drüben und haben ewig da dran rumgedoktert, bis es halt gepasst hat. Ja, aber das war so auf jeden Fall das schwierigste Baby von allen. Aber generell war es ja auch schwierig. Also wir haben ja versucht, den Chor. Also wir haben ja dieses Mal gesagt, okay, wir wollen was Neues. Und wir sind alle Chor-Fans und wir wollen einen Chor unterbringen. Und das war auch ein Riesending. Also Pictures würde ich da jetzt auch nicht rausnehmen, weil es auch eine schwierige Geburt war, irgendwie zum ersten Mal einen präsenten Chor unterzubringen. Auch nochmal vielen Dank an Anna, Alina, Marisabel, Johanna und Anja und Andrea. Ich glaube, das waren alle. Genau, die uns da unterstützt haben. Die haben sich extra einen Tag freigenommen, haben sich ins Studio gestellt und sich eingesungen, was mega fett geworden war. Sehr schön! Wow, das waren, also einmal Pictures war heavy, weil es, also vom Schreibprozess her, den zum ersten Mal einen Chor eigenständig einzuschreiben und 997 auf jeden Fall, weil dieser blöde Refrain, die blödere Bridge die ganze Zeit nicht so wollte, wie wir wollten, aber jetzt ist sie. Was wolltet ihr denn mit der Bridge? Na, es hat irgendwie, war es entweder zu viel und zu lang und es hat irgendwas gefehlt. Wir hatten auch überlegt, da so einen Percussion-Ausrastpark reinzumachen, aber das war irgendwie auch nicht, das standen wir. Ich habe extra noch so Klangdinger gekauft. Dann hat Nico gesagt, ja komm, wir machen jetzt mal. Nico, du haust jetzt auf den Dingern rum. Du machst jetzt was, Mama geil. Mama geil. Mama geil. Und dann hat Nico da drüben drauf umgeklopft. Und war auch geil. Ja, es war übel geil, aber wir haben es da nicht reingenommen. Nee, und tatsächlich war es dann so, also alle Aufnahmen waren fertig, der Chor war schon fertig eingesungen und dann habe ich, glaube ich, noch bestimmt 2,5 Tage, komplette Tage mit Jürgen im Studio gesessen und an der Bridge rumgebastelt, bis wir dann letztendlich zu dem Gag gekommen sind, dass Safe mit seiner schönen, sanften Stimme das Ganze auflockern kann und da so ein kleines Easter Egg auch reinbauen darf, was sehr gelungen ist, finde ich. Jeder, der Polnisch kann. Nein, ja. Wir lassen es einfach mal. Also wir sagen jetzt nicht, was da gesagt wurde. Das kann ja jeder mal selber versuchen, was zu finden. Also es gab halt eigentlich immer irgendwas, an dem wir nochmal kurz irgendwie sagen mussten, okay, das wollen wir doch irgendwie anders haben. Aber wir wussten halt auch nicht wie. Also da würden mir halt 3 Songs jetzt eigentlich einfallen. Und zwar Ecstasy, 997 und Pictures. Wo wir am Ende eigentlich, obwohl wir hatten keine Ideen mehr, kann man glaube ich ganz ehrlich so sagen. So, und dann war es glaube ich ganz gut. Da einfach nur mal zu probieren und zu probieren, bis am Ende dann ein Ergebnis da war, wo wir alle gesagt haben, ja voll geil, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Fakt ist, Pictures war vorher eine Ballade.
Und das fanden sie dann so super und haben gesagt, ey, so voll geil, endlich mal drei Viertel. Und dann kommen Jule und Jakob, das ist komplett scheiße. Mega kacke. Das war irgendwie so kurz vor der Aufnahme. Und wir dachten, wir waren voll stolz, ey. Wir waren richtig stolz. Jetzt machen wir es mal anders. So, ja, nee, lass das. Der Hassel ist jetzt gerade, dass wir ein Lied haben, wo sehr viele Meinungsverschiedenheiten aufeinandertreffen. Der eine ist mit diesem Refrain nicht zufrieden, der andere mit dem nicht. Und jetzt ist gerade der Hassel, dass wir entscheiden müssen, welchen Refrain wir nehmen, ob wir überhaupt einen Refrain nehmen und das Lied mit in die EP packen. Aber es läuft so gesehen eigentlich ganz gut, weil wir Vorschläge haben, wir haben Ideen und jetzt versuchen wir noch, das umzuändern. Das Problem ist nur, nächste Woche wollen wir aufnehmen. Aber das habe ich tatsächlich mit den Mückels auch ein bisschen besprochen. Irgendwie das, ganz oft ist es ja so, dass eine oder zwei Personen, gerade wenn man mit mehreren arbeiten, so eine Idee hat, und dann will sie das ganz doll und dann läuft man wie mit so einem Brett vom Kopf durch eine Tür und wird immer wieder durch und durch und durch und dann kommt jemand anders rein und sagt so, ey, Digga, du musst deinen Kopf nur so drehen und dann matcht voll gut. Ja, ja, so, und ist so. Das ist ja auch ein Vorteil daran, wenn man irgendwie mehr ist oder wenn man Leute hat, wo man sich Feedback holen kann und so quasi die das aufbrechen, dieses verengte, diese verengte Sicht, die man manchmal einfach hat. I'm staring to my reflection, I'm staring, yeah. The only one who pays me attention, no redemption. Living a big surf cloud, I am surrounded by doubts. I'm staring, see those perfection, I'm staring. Are you sleepless, gave a shit what the face might you look like, or the mirror throwing back at it. Never so damn adequate. This is reality, a frame unique. Better believe, cause you will have to deal with it. They will teach you competition till it reaches inner limits. If you got that, then you get it. Don't make no wrong decision. In the end, you will paint some pictures, my friend. Keep your eyes closed if you wanna sleep. Are you sleepless? Und da habe ich auf jeden Fall auf der Bühne vor sehr konservativem Publikum, es ging irgendwie um Beziehung. Und ich habe dann vor dem Publikum gesagt, dass sich auf eine Beziehung einzulassen immer eine Art der Entscheidung ist. Und dass gerade wenn es um eine sexuelle Beziehung geht, man ab einem gewissen Punkt Abstriche machen muss, was die eigene Identität angeht, spätestens. Bei einer sexuellen Beziehung Abstriche machen. Das muss vorher passieren, weil sonst hast du die Scheiße am Sack. Ja, kannst du. Okay, Entschuldigung. Okay. Du hast es richtig gefühlt. So, ich habe dann noch gesagt, spätestens wenn es um Kinder und oder Geschlechtskrankheiten geht. Und das Publikum hat aber nicht so reagiert wie du, sondern die waren eher so, was hat sie hier gerade geredet? Und haben halt irgendwie rebelliert und haben irgendwie gebrüllt. Egal, es war alles sehr, sehr weird. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Systemband, nicht sexuell, eine Art von Beziehung ist, wo man irgendwann überlegen muss, okay, wo mache ich jetzt meine eigenen Abstriche? Also quasi, was kann ich von mir geben, ohne mich selber nicht dabei aufzugeben? Ja.
Und das ist ja auch eine Frage, mit der sich gerade je mehr Leute es werden. Ich freue mich noch, dass du über meinen Witz gehört hast. Sexuelle Abstriche, je mehr Leute es werden, ey, desto mehr Abstriche musst du machen. Das ist ich verstehe aber hundertprozentig, was du meinst. So. Also ich glaube, wir würden halt auch nicht... Wir würden halt doch einfach nicht funktionieren, wenn halt irgendjemand sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr dabei. So. Ich mache jetzt mal keinen Abstrich. Doch, ich mache den Abstrich. Er ist positiv, Leute, ich muss gehen. So. Ich glaube, das ist irgendwie was, das verlangen wir auch sehr von uns, dass es halt wirklich bis zum... Ja, bis zur Ausreizung halt funktioniert. Was wir aber auch... Wo ich halt einfach auch denke, wenn der Yannick dann irgendwann seine Approbation als Arzt hat, kann der professionelle Abstriche machen. Nein, so. Also, du stellst dich ja nicht hin und sagst jemandem, der halt wirklich echt ein wahnsinniges Studium auf sich genommen hat, irgendwie am Ende, ja, jetzt entscheide ich aber mal für die Band, du Arschloch. So. Ja. Das ist halt, glaube ich, echt eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Aber da stellt sich die Frage für uns, glaube ich, nicht. Sondern da ist halt einfach irgendwie zu gucken, wie viel Anstrengung nehme ich im Prinzip auf mich. Und Jaro sagt dann immer, da putzi köppe tippe bumm. Und Jakob. Und so. Weißt du, was ich meine, Joel? Nein! Und Nico, komm, ich geh ran, ich spiel was vor und ja, Yannick. Jungs, was wollt ihr von mir? Das Katz. Ach, was mal. Punktierte Triole, Joel, könntest du damit was anfangen? Ich glaube. Nee, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich mich daran gewöhnt habe, an diese Kommunikationsart. Deswegen bin ich so jetzt eingespielt, ich verstehe das. Aber so in der Zukunft, da hätte ich schon so gerne mal so eine punktierte Triole oder spiel mal Viertel oder spiel mal Achtel. Sowas wäre schon nicht schlecht. Anstatt bum tschicka tscha bum tschicka. Ich glaube, da macht einfach jeder schon das. Oder unsere Filmcrew, die Anna, die reißt sich für jeden Scheiß einen Bein aus. So, ich glaube, solange wir bereit sind, dass alle voneinander irgendwie, das muss jeder für sich selber wissen, aber das, was halt jeder mitbringt, ist schon ein Bein rausreißen. Ja. Ne? Und ich glaube, da ist unsere Aufgabe zu gucken, wann kann man nicht mehr laufen, so ein bisschen nach dem Motto. Also wann ist irgendjemand an dem Punkt, der eine wichtige Funktion in der Band oder in dem Kollektiv übernimmt, ist halt immer so ein bisschen nach der Suche, okay, wo ist wirklich der oberste Rand? So, und das ist halt irgendwie scheiße, dass wir das machen müssen, aber wenn wir wollen, dass das weiter funktioniert, dann müssen wir das so lange aushalten, bis dann halt irgendwann auffällt, nee, so geht's nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber bis dato haben wir das schon, wir haben viele krasse Sachen gemacht, genau mit diesem Problem, den wir eigentlich schon von Anfang an mitnehmen. Und haben halt wirklich viele, viele coole Dinge gemacht, wo ich jetzt sagen würde, kann ich hinter meiner Lebensliste einen Haken machen und kann mich in die Kiste legen nachher und sagen, boah, war das geil. Dickes Danke an euch Jungs, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Platte. Ich hoffe, dass es mit der Tour im Herbst auf jeden Fall klappt und bin gespannt, was aus der nächsten Platte wird und oder auch nicht. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier noch 5 Biere. Schnappt euch diejenigen, die keins haben, eins. Und dann gebe ich noch an Silv und Anna und hier im Background. Und dann ist der Kasten leer. So. Und dann Fun. So. Vielen Dank. Geiles Gespräch. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Halt einmal. Okay, Ex oder Arsch. Oh mein Gott, das ist schon mal fast angekommen. Ja, ist auch Ex. Nee, ich bin da. Ich komme nicht. Ich bin so angenehm.